am Schluss hat sich das, dieser Code hier rauskristallisiert. Und dieser Button, der führt euch zur Bemessungssoftware. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf. Wir können das Ganze auch jetzt mal so machen, dass wir hier einfach mal reingehen, doppelklicken. Was haben wir hier? Und jetzt haben wir bewährte Lager, keine unbewährten Lager mehr. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier oben anstatt OBN N eingeben, schauen wir, was passiert. Jetzt wird der Ortbeton deaktiviert. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Servus, grüßt euch, heute mit einer brutalen Erneuerung der Elastomerlager von Calmberg. Im Subpart der Elastomerlager haben wir jetzt die Schnelleingabe implementiert und das zusammen mit der Bemessungssoftware Zista. Die steht übrigens für Calmberg Ingenieure statisches Bemessungsprogramm oder Bemessungssoftware. Gut, ich glaube, der Dreher ist auch nicht so wichtig. Zumindest aus meiner Sicht, hoffentlich habe ich mir jetzt mit niemandem angelegt. Aber genau, aber so ist es. Und da durfte ich mitwirken bei der Codierung des Produktes. Genial. Also ich glaube, jeder Zeichner, der tut sich mit einer Codierung viel einfacher als mit einer Produktbeschreibung, wo er dann ellenlange Texte lesen muss. Und ich zeige einfach mal kurz den Produktcode. Das war mein Vorschlag oder das war auch schon die Version 12. Also ich fange immer bei 10 an. Genau. Und da haben wir uns, am Schluss hat sich dieser Code hier rauskristallisiert. Und den zeige ich euch. Ihr müsst den gar nicht auswendig können. Ihr müsst einfach nur statisch lesen können, sage ich jetzt einmal. Ich starte jetzt mal ganz einfach das Elastomerlager. Das heißt, ich habe hier meine Animationen wieder an, hier in Isometrie, hier Seitenansicht, machen wir hier so und hier mein Elastomerlager. Ich starte das Ganze. Doppelklick drauf. Was hat sich jetzt alles verändert? Als erstes in der ersten Zeile des Premium-Partners hat sich dieser Button hier eingeschlichen, der übrigens auch im Premium-Partner-Bereich hier ist. Und dieser Button, der führt euch zur Bemessungssoftware. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf und dann startet mein Mozilla-Hirn und geht sofort auf Calmberg Ingenieure auf die Homepage und dort könnt ihr euch anmelden und das Programm kostenfrei einfach nutzen, um eure Elastomerlager selbst zu berechnen, schnell, sauber und einfach. Und das ist noch nicht alles. Das ist ja die Hauptaufgabe vom Ingenieur. Oft gibt es ja einen Zeichner und Ingenieur, der beides braucht. Aber standardmäßig ist es meistens so, der Konstrukteur wird diese Seite meistens nicht besuchen. Kann natürlich, aber muss nicht. Denn er wird einfach die Statik erhalten. Die Statik schaut dann aus Zista so aus. Moment, das scroll ich mal nach oben. Ich habe jetzt hier alles auf Englisch und ich ziehe hier alles runter. Und auf der letzten Seite sind die Alplan-Codes, die wirklich aus der Feder von Calmberg und entstanden sind. Und die können wir uns jetzt einfach mit Rechtsklick kopieren. Bevor ich das Ganze jetzt in Alplan einlese, möchte ich noch eine kleine Zusatzänderung sagen. Ich habe jetzt die Abstände hier ein bisschen kleiner gemacht und die Icons, weil hier ziemlich viel los sein kann und ich möchte nicht immer zu viel scrollen. Ich glaube, das möchtet ihr auch nicht. Es gibt zu viele Tools und Add-ons, wo man ständig scrollen muss und tausende riesen Bilder. Bin ich nicht der Fan davon. Ist natürlich auch, hat auch seine Daseinsberechtigung, aber nicht in meinem System. So. Und natürlich die neueste Neuheit hier, die Schnelleingabe. Und wer die Kragplattenanschlüsse von uns schon getestet hat oder im Einsatz hat oder die Dübelleisten, der weiß jetzt genau, was kommt. Hier einfach Rechtsklick einfügen, Doppelklick und das Elastomerlager hat sich hier einfach verändert, vergrößert und die Manschette hat sich auch noch verschoben, asymmetrisch. Das liegt nämlich an dem Code hier, Verschiebung in A minus 30 und wir schauen mal hier, Verschiebung A minus 30. Jetzt könnten wir hergehen und hier oben einfach den Code auch hier verändern. Also wir können da wirklich reingehen. Wenn ihr den Code aber nicht richtig seht, könnt ihr das Ganze zum Beispiel hier größer machen und auch hier den Bereich größer oder kleiner ziehen. Und dann könnt ihr hier einfach rein mit Position 1 oder mit Ende könnt ihr an den Anfang oder an das Ende gelangen. Und dann könnt ihr zum Beispiel hier die Verschiebung von minus 30 auf minus 10 verändern. Doppelklick drauf und wieder die 3D-Darstellung hat sich geändert. Auch hier die Parameter haben sich geändert. Wunderbar, sieht sauber aus. Oder was können wir noch entdecken? Hier zum Beispiel die 130A, hier die 130A, die verändern wir einfach jetzt mal auf 150. Hier rein, Doppelklick und auch hier verändert sich das Ganze.
Rückgängig geht es nicht. Also wenn ich hier das verändere, dann wird nicht der Code berührt. Also hier die 200 ändert nicht hier die 200, sondern hier im Langtext. Der Langtext hat nichts mit der Codierung hier drunter zu tun. Weil das wäre gefährlich, denn ich möchte nämlich Sachen abändern können. Zum Beispiel noch ein Bohrloch hinzufügen. Ich kann jetzt einfach hergehen und sagen, ich brauche aber noch eine Bohrung. Gehe ich auf Bohrungen, gebe hier zum Beispiel zwei Stück ein und habe jetzt hier zwei Bohrungen und kann diese ganze hier verschieben. Ich kann den ganzen auch Koordinaten geben. Dann machen wir 100, 100, genau. Dann kann ich noch sagen, ob es in das Gleitlager gehören oder nicht, auch wenn kein Gleitlager vorhanden ist, damit ich beim Switchen nicht jedes Mal wieder ausgenullt werde. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, aber ich gehe jetzt wieder auf Doppelklick, denn hier ist keine Bohrung mit dabei und die Bohrungen werden wieder gelöscht, auch Langlöcher und so weiter. Jetzt möchte ich aber vielleicht noch eine Bohrung hinzufügen, dann gehe ich aber hierher, B2, Durchmesser 20, Doppelklick und wir haben hier zwei Bohrlöcher mit Durchmesser 20. Allerdings muss die Positionierung jedes Mal selber eingestellt werden. Die wird hier nicht automatisch übergeben. Das wäre zu viel Datenaufwand und Programmieraufwand zwischen den beiden Softwaren, weil das benötigt man beim einen nicht und beim anderen schon. Also das ist aber wirklich ein kleiner Fall hier. So, aber jetzt testen wir noch weitere Codes. Ich habe ja hier noch weitere. Ich glaube, ich minimiere das Ganze mal hier. Und ich habe so ein Programm, da kann ich das Ganze in den Vordergrund schieben, so dass sich diese PDF nicht mehr in den Hintergrund hinter Altplan schiebt. Jetzt markiere ich mir diesen Text. Wir haben hier ein unbewährtes Lager mit S70. Hier ist noch die S65 eingegeben. Rechtsklick, einfügen, Doppelklick und S70 erscheint. Wunderbar. Wir testen das Ganze natürlich auch aus mit CR2000. Hier einfach rein, einfügen, Doppelklick, CR2000. Genau. Und ob das Ganze Ortbeton und eine Brandschutzmanschette hat, das sehen wir hier an den Haken zum Beispiel. Wir können das Ganze auch jetzt mal so machen, dass wir hier einfach mal reingehen, doppelklicken. Was haben wir hier? Genau, jetzt haben wir einen Wechsel zwischen den Kategorien. Damit diese richtig angezeigt werden und richtig aktualisiert werden, muss man einfach hier auf den Button klicken, nur damit diese Anzeige erneuert wird. Die Attribute wurden schon übergeben, vorher richtig, aber die Anzeige muss sich beim Kategoriewechsel einfach erneuern. Und jetzt haben wir bewährte Lager, keine unbewährten Lager mehr. Wir haben die Sandwich-Lager Q. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier oben anstatt OBN N eingeben, schauen wir, was passiert. Jetzt wird der Ortbeton deaktiviert, weil wir Non eingegeben haben. Ja, jetzt holen wir uns noch den Typ Z hier unten. Hoppla. Kopieren, einfügen, Doppelklick und auch hier Flächenlochlager Typ Z. Funktioniert einwandfrei. Lasst einen Daumen nach oben da für diese tolle Zusammenarbeit von Kallenberg Ingenieure und der Subgrade. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und wenn ihr das Video nicht liked, ihr wisst, dann habt ihr 7 Jahre schlechtes BIM. Servus, ciao, euer Peter. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich.